Gefällt mir auch ganz besonders gut, was einer von den Krefeldern macht. Die Rede ist von Sinan Aktaş. Es wird ja oftmals die Integration der Ausländer politisch kontrovers diskutiert. Und da geht er mit leuchtendem Beispiel voran. Er ist Deutsch-Türke, türkischer Abstammung, und ist der erste Deutsch-Türke, der es geschafft hat, in der DEL als Profi Fuß zu fassen, aber auch in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Und das gibt er auch weiter, diesen Integrationswillen. Macht er sehr viele Aktionen. Und das hat ihm jetzt auch den Integrationspreis, den ersten seiner Art, eingebracht. Und ja, der eine oder andere Krefelder Mannschaftskollege war da schon ein bisschen neidisch, Felix Wardorf. Warum kriege ich keinen Preis? Genau, Lette. Ich bin auch. Ich war Lette. Wann kriege ich meinen Preis? Sinan Aktaş, auch genannt der Mesut Özil des deutschen Eishockeys. Er verkörpert eine wichtige Botschaft: sozialer Aufstieg durch Integration. Ein Vorbild und, sorry, Herr Vasiljevs, ein würdiger Preisträger. Ich bin selber Migrant, meine Eltern sind türkisch und sind mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland geboren. Ich habe das selber mitbekommen, also als Migrantenkind. Und deswegen unterstütze ich die Initiative. Sinan Aktaş ist Botschafter der bundesweiten Initiative Hockey is Diversity, die sich für Vielfalt und Integration im Eishockeysport einsetzt. Er unterstützt Projekte wie Schule gegen Rassismus. Und nebenbei ist er auch ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Der arbeitet jeden Tag sehr hart, ist ja auch noch sehr jung, hat hohe Ziele. Ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, die auch zu erreichen. Ja, und ist vom Charakter her ein ganz ruhiger, sympathischer Kerl, den eigentlich keiner nicht mag. Die Preisverleihung. 1.500 Euro bekommt Sinan Aktaş. Und er weiß genau, wer dieses Geld gebrauchen kann. Seine alte Schule in Krefeld, an der er sein Fachabitur machte. Direktorin Schumacher ist entzückt. Wofür er den Preis bekommen hat, das finde ich auch sehr schön, weil das so zeigt, er hat den Geist dieser Schule, Diversity ist auch ein Schwerpunkt dieser Schule. Wir haben Schüler aus circa 40 unterschiedlichen Nationen. Ist heute ein schöner Tag. Ich finde Eishockey der beste Sport auf der Welt. Eishockey, ein Vielvölkersport. Und genau deshalb wie geschaffen für kulturelle Toleranz. Integrationsroutinier Herbert Vasiljevs. Wir haben Russen, wir haben Slowaken, wir haben Slowenen, wir haben alle möglichen Typen hier. Da muss man eigentlich eigene Sprache finden. Es ist nicht nur Englisch, es ist Deutsch, es ist Russisch. Es ist, mit Händen kann man verstehen, also da, Eishockey ist eine interessante Sprache. Sinan Aktaş, ein Musterbeispiel für gelebte Integration in Deutschland. Aber vor allem ein richtig guter Verteidiger.